A2.2. Die Strecke PQ mit P-Element BS und Q-Element CS ist parallel zur Strecke BC. Der Punkt D ist der Mittelpunkt der Strecke PQ mit MD gleich 4 cm. Zeichnen Sie die Strecke PQ in das Schrägbild zu A2.0 ein und berechnen Sie deren Länge. Also wir haben jetzt eine ganze Menge an Angaben. Einmal die Strecke PQ mit P-Element BS. Die Strecke BS, das ist hier diese Dreiecksseite, die von Punkt B zu Punkt S führt, also da liegt irgendwo der Punkt B drauf. Q liegt dementsprechend auf CS, also von Punkt C nach Punkt S. Weiter gibt es die Strecke PQ, ja, heißt es ja, ist parallel zur Strecke BC. Mache ich das vielleicht nochmal eindeutiger. So, PQ ist parallel zur Strecke BC. Damit können wir auch mit dem Geodreieck sehr einfach arbeiten, einfach die Parallelität entsprechend ansetzen. Was wissen wir noch? Hier heißt es, Punkt D ist Mittelpunkt der Strecke PQ und es gilt, MD sind 4 cm. Damit haben wir jetzt eigentlich schon alle Größen gegeben, die wir sinnvoll benutzen können. Jetzt heißt es, erstmal zeichnen die Strecke PQ in das Schrägbild ein. Also das machen wir. MD sollen 4 cm sein. Also gehen wir jetzt einfach her, nehmen das Lineal, messen vom Punkt M aus 4 cm ab. Dann landen wir ungefähr hier. Ja. Und jetzt einfach zu BC eine parallele Strecke zeichnen. Brauche ich nochmal mein Lineal. So, dann haben wir hier den Punkt D. Hier haben wir die zwei Punkte, das müsste Punkt P sein und das ist der Punkt Q. Lest es nochmal nach. P liegt auf BS, jawohl, Q liegt auf CS. Passt auch. So, und jetzt soll die Länge dieser Strecke PQ berechnet werden. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das auszurechnen. Man sucht vielleicht wieder nach Dreiecken, in denen man sinnvoll was rechnen kann. Aber vielleicht sieht man schon Folgendes. Wir haben, ja, muss ich ein bisschen größer zeichnen. Wir haben hier ein kleines Dreieck und wenn wir es hier noch erweitern, nehmen wir mal diese Farbe hier, hier drunter kommt noch ein großes Dreieck. So, also zwei Dreiecke drin, die im Prinzip aufeinander abgebildet werden durch zentrische Streckung. Man kann ja sagen, das kleine Dreieck, wenn es zentrisch gestreckt wird, geht es auf das größere oder das größere, die Strecke BC, wird im Prinzip nach oben geschoben und zusätzlich verkleinert, dass irgendwann auf das PQ kommt. Ja, hier steckt nichts anderes drin als dafür Streckensatz bzw. Strahlensatz. Da können wir auch also sehr leicht was ansetzen, um die Strecke PQ jetzt letztendlich berechnen zu können. Also, wir brauchen die Strecke PQ. Schauen wir nach. Wir fangen mit der Strecke PQ an, beziehungsweise ich fange immer gern mit der Unbekannten an. Und jetzt gilt es, den Vierstreckensatz richtig aufzustellen. Also die Strecke PQ, das ist die Strecke vom kleinen Dreieck, geteilt durch die parallele Strecke dazu, durch die große, also geteilt durch die Strecke BC, muss genau gleich sein. So, und was können wir jetzt noch vom kleinen und vom großen Dreieck? Die Höhe dieser Dreiecke. Ja, von S nach D, beziehungsweise von S nach M, ist uns beides bekannt. Also das kleine Dreieck ist die Strecke SD geteilt durch die Strecke, ja, fangen wir von oben von S an, SM. So, schauen wir nach, ob alles bekannt ist. BC ist bekannt mit 12, SD. Ja, das ist ja hier SM ohne die Strecke DM. Aus der Aufgabe wissen wir, DM sind 4 cm, damit kann man SD sofort angeben mit 7 cm und SM sind 11, also ist sonst alles bekannt. Können wir gleich einsetzen. PQ durch BC waren 12 ist gleich SD waren 11 minus 4 geteilt durch SM sind 11. Kann man entweder einen Solver eingeben oder wir lösen ein paar Umformungen, indem wir mit 12 multiplizieren. Dann folgt daraus, PQ ist gleich 11 minus 4 sind 7, geteilt durch 11 mal 12. Und
eingeben in den Taschenrechner und dann kommt raus, dass das 7,64 Zentimeter sind. So, das war auch schon die Aufgabe, beziehungsweise stand es mit dabei, genau, PQ sind 7,64 Zentimeter, also alles richtig gerechnet.